Die Woche der viel zu großen Tische. Olaf Scholz trägt die falsche Kleidung. Die Körpersprache bei Olympia. Ja, und dann gibt's noch einen Brautstrauß mit versteckter Körpersprache-Botschaft. Das sind Themen des dieswöchigen Körpersprache-Wochenrückblicks. Teile es bitte gerne, es gibt wie immer viel zu lernen. Xi Jinping, der chinesische Staatschef, hat zu einem Riesenbankett geladen. Das ist der Tisch, wo Leute wie Wladimir Putin und Mohammed bin Salman, der saudische Staatschef, Platz genommen haben. Interessant ist natürlich, dass diese Räumlichkeit und auch dieser Tisch viel zu groß gewählt sind. Natürlich sitzen da eine Menge Menschen rund um den Tisch, aber hier entsteht keine Kneipenstimmung, wenn ich es mal salopp sagen darf. Es spricht Xi Jinping mit einem riesengroßen Abstand. Und wenn wir hier an der Stirnseite des Tisches genau beobachten, erkennt man, die Menschen sitzen so weit auseinander, dass kein zwischenmenschlicher Kontakt möglich ist. Was bedeutet das für uns? Ein großer Tisch ist ein Machtsignal. Man kennt es, oben in der Chefetage ist immer der größte Meetingtisch. Ja, manchmal müssen die Tische schon beim Bau eines Gebäudes in den Raum gebracht werden, weil sie dann schlicht nicht mehr durch die Türen passen würden. Das ist ein Machtsignal. Xi Jinping hat das wohl ein wenig auf die Spitze getrieben. Ein zweiter Aspekt bei diesem viel zu groß gewählten Tisch ist natürlich, dass keine Mauscheleien passieren können. Es kann also nicht kommentiert und kommuniziert werden, ohne dass es Xi Jinping oder seine Mannschaft und Frauschaft mitbekommen würden. Wladimir Putin hat es ähnlich gemacht. Er hat sich mit Emmanuel Macron auf ein Vier-Augen-Gespräch getroffen. Allerdings, der Tisch ist unglaublich lang. Jetzt mag man sagen, das hat mit Corona zu tun, da hätte aber weit weniger Abstand auch gereicht. Es ist wohl ein Signal, wie weit Wladimir Putin sich von der EU entfernt sieht. Also, für dich nur ein Tipp, wenn dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin dich zum Gespräch auf so einen langen Tisch bittet, dann ist was im Busch. Olaf Scholz, er polarisiert, denn er war nicht im dunklen Anzug und im weißen Hemd, sondern er trägt einen grauen Pullover. Warum das so polarisiert und ob Frauen mehr nach dem Äußeren beurteilt werden als Männer, erfährst du in dieser Analyse. Eiskunstlauf, eine der Disziplinen, die besonders viel Aufmerksamkeit bei Olympia genießt. Und es ist eine sehr elegante Sportart, die natürlich eine unglaubliche Fitness braucht. Interessant ist zu beobachten, ob man das jetzt professionell oder nur hobbymäßig macht, mehr Frauen üben Eiskunstlauf aus als Männer. Warum ist das so? Naja, wenn man Eiskunstlauf betrachtet, erkennt man, es ist eigentlich ein Balzritual. Ein sehr schönes Bewegen, Tanzen. In vielen indigenen Völkern tanzen mal die Männer und tanzen mal die Frauen, um sich sozusagen zu präsentieren. Und Eiskunstlauf hat es bis an die Spitze getrieben, ja bis an körperliche Grenzen getrieben. Und warum tanzen mehr Frauen als Männer? Weil bei dieser Sportart die Eleganz im Vordergrund steht. Paradoxerweise ist es ja so, dieses Tanzen, dieses elegant Bewegen ist in der Tierwelt oft umgekehrt. Die Männlein balzen und tanzen um das Weiblein. Sie müssen also mit körperlicher Fitness zeigen, dass sie das bessere Genmaterial zur Verfügung stellen als andere Männlein. Bei Menschen hat sich das ziemlich genau 50-50 aufgeteilt. Wenn also Frauen elegante Sportarten machen, Synchronschwimmen oder eben Eiskunstlauf, Ballett ebenso, dann ist es bei Männern, wenn wir beim Tanz bleiben, meistens wohl eher Breakdance. Und wenn es keine Tanzsportart wie Breakdance ist, dann geht es eher in Kraft und in Schnelligkeit. Auch das hat neben dem kriegerischen Ursprung natürlich auch den Hintergrund zu zeigen, ich bin ein fittes Männlein. Das ist also ein Teilaspekt, warum Frauen oft lieber tanzen als Männer. Nicht nur im Profisport. Braut wirft Brautstrauß und was passiert? Alle laufen weg. Und das ist natürlich im ersten Moment lustig, wahrscheinlich ist es auch ausgemacht, aber es verrät auch einen kulturellen Schritt, den die Menschheit mittlerweile gemacht hat, nämlich Frauen müssen nicht mehr froh sein, dass sie quasi von einem Mann weggeheiratet werden, weil die Kinderaufbringung und auch der eigene Unterhalt sonst nicht möglich gewesen wäre. Ich muss dazu der Vollständigkeit halber sagen, der Unterhalt selber, den hätten Frauen natürlich schon für sich geschafft, aber die Aufbringung der Kinder, die ja von der Mutter gemacht wurde, wie in den meisten Fällen auch heute noch,
Der war alleine nicht möglich und somit war die Frau angewiesen, einen Mann zu heiraten. Und dieses kurze Video, das versinnbildlicht eben die Unabhängigkeit der Frau schon auf sehr humorvolle Art und Weise. Hund macht Sachen. Der Hund ist ein bisschen ein Weichei, er fällt um. Aber was machen wir? Wir interpretieren sofort das rein, was wir sehen wollen. Und das ist ein Learning für uns in Sachen Körpersprache. Wir sehen etwas, das schaut so ähnlich aus wie bei Menschen, denen etwas unangenehm ist, denen vielleicht schlecht wird, die für eine Sache zu schwach sind und sie fallen um. Wir sehen es beim Hund und wir glauben, der agiert ganz genau wie wir Menschen. Und ehrlicherweise muss man sagen, es sieht nur so aus. Wir interpretieren diese Sache einfach rein. Also Achtung, wenn du Körpersprache von Menschen und von Hunden liest, überprüf immer, könnte der Hund das auch aus einem ganz anderen Grund gemacht haben. Und du wirst draufkommen, möglicherweise hat sich Hundebesitzer und Hund da einen kleinen Scherz erlaubt.